Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier was Schönes bekommen, das kann ich jetzt 2-3 Wochen testen. So. Rücksendeschein ist auch mit bei. Eigentlich ist ein Karton drumrum, aber wie gesagt, es ist ein Pressemuster und nach mir kriegt es noch andere YouTuber oder keine Ahnung, wer alles. Und da ist halt hier eine Schachtel mit bei. Deswegen ist halt nur, haben sie mir nur das Case geschickt, haben sie mir auch Bescheid gesagt. Also müsst ihr euch denken, dass da noch ein Karton eigentlich mit bei wäre. So, ist von Nakon. So, wir haben hier wieder einen langen Kabel. Da habe ich schon auf der Webseite von Nakon gesehen, 3 Meter. Der ist diesmal auch wichtig. Also ich werde diesen Controller jetzt nutzen. Da haben wir den Revolution Pro Controller 3. Ja. Da werden viele sagen, du hast doch den Ultimate schon getestet und so. Und der sieht ja aus wie der Ultimate. Im Prinzip ja. Ich zoome euch mal ran. Im Prinzip ist er wie der Ultimate mit ein paar kleinen Einschränkungen. Ist dafür aber natürlich, ich glaube 80 Euro, 70, 50, nee, ich glaube 70, 80, um die 70 Euro billiger, ja, als der Ultimate. Wir können die Sticks hier diesmal nicht abschrauben und austauschen. Ja, die sind fest. Wir haben auch hier weiterhin einen schönen großen Radius. Auch hier oben. Wir haben weiterhin ein Touchpad mit bei und Share und Select Optionen sind auch mit bei und die PlayStation-Taste ist mit bei. Und wir haben halt auch wieder dieses Xbox-Design mit dem Steuerkreuz hier unten und hier oben den Analogstick. Wir haben auch wieder dieses Design, damit die hier hinten ein bisschen weiter rausgehen. Oh, da höre ich gerade was. Wartet mal. Da habe ich gerade was gehört. Ich habe mir noch nicht alles auf der Webseite durchgelesen. Wie gesagt, ich werde den jetzt erst die Tage testen. Also wenn mich jetzt nicht alles irrt, ich hört mal, das ist R1 und das ist R2. Sind das mechanische Tasten, wenn mich nicht alles irrt? So, dann haben wir hier hinten auch wieder da 1, 2 und da 1, 2 Knöpfe und hier haben wir auch wieder die Profile, die wir auswählen können. Und hier haben wir den Knöpfe zum Profil wechseln. Wartet mal, wo, falscher Knopf. Also hier können wir dann halt das auswählen. Und der ist auch ein, wie ihr sehen könnt, hier ist das PlayStation-Logo drauf. Das ist ein offiziell lizenzierter Controller von PlayStation. Also ihr könnten mit der PlayStation 4, 4 Slim, 4 Pro, ohne Probleme benutzen. Die Einschränkungen sind, wir haben ja keine Lightbar. Also wenn Spiele eine Lightbar brauchen, könnt ihr sie mit dem nicht spielen. Wir haben auch hier wieder, dass wir Gewichte reinmachen können. Das werden wir auch mal machen. Ich werde euch mal nach unten richten. Da haben wir hier so eine Schachtel mit bei. Da sind Gewichte drin. Da müssen wir nur gucken, wo es aufgeht. Und der zweite Nachteil ist halt, dass dieser Controller kabelgebunden ist. Also wir können ihn nur mit dem Kabel benutzen. Das sind 4 Gramm, 16 Gramm, nochmal 16 Gramm, 4 Gramm. Keine 20 mit bei, 10 Gramm. Also wir haben 4, 10 und 16 Gramm an Gewichten. Ich werde die 4 und die 6, die 4 und die 10 werde ich wieder wegpacken. Ich mag es eher, wenn mein Controller etwas schwerer ist. Ja, also der liegt dann für mich dann halt so ein bisschen besser in der Hand, wenn er unten ein bisschen schwerer ist. Einfach reinklicken, ja, und dann
Falsche Seite. So. Rauf ist drauf, ja. So. Wir haben auch nicht komplett Gummicase. Das ist hier so Plastik, wie ihr vom normalen Controller her kennt. Und hier unten, das fühlt sich so ein bisschen Gummi an, wo, ja, was man aufmachen kann, zum Gewichte austauschen. Hier ist alles normal Plastik. So, von der ersten Haptik liegt der wirklich extrem gut in der Hand. Was jetzt bei Nacon jetzt auch eigentlich nicht so verwunderlich ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich war damals sehr skeptisch, wo ich den ersten Nacon-Controller hatte, der auch in diesem Xbox-Design ist, Namen habe ich vergessen, den gibt es aber auch schon für 49-59 €, der hat aber nicht mit Gewichte oder so. Da war ich echt sehr, sehr skeptisch, muss ich wirklich dazu sagen, weil ich diese PlayStation-Controller so gewöhnt bin über die Jahre hinweg, dass ich dachte, oh, ich bin jetzt so gewöhnt mit den Analogsticks unten und der eine jetzt oben, ob das so gut ist. Ja, das kann ich mit Fug und Recht schon sagen. Und ich bin schon sehr gespannt auf den. Das ist jetzt so das, was ich mir eigentlich fast, das, was ich mir beim letzten gewünscht habe, beim Ultimate. Und zwar Gewichte austauschen für ein bisschen mehr weniger Geld. Wir haben auch wieder Software mit bei, dass wir die Tasten uns hier unten belegen können. Für Shooter-Spiele zum Beispiel, dass wir halt jetzt gar nicht mehr von dem rechten Analogstick, wenn wir Maus, also damit das Blickfeld machen, irgendwie runtergehen müssen, um irgendwas zu machen. Wir können einfach die ganze Zeit auf den Analogsticks bleiben und uns hier Viereck und also Nachladen zum Beispiel und Feuer können wir uns da raufpacken. Oder Feuer haben wir ja dann eigentlich hier oben. Ja, also könnte man dann hier unten nachladen oder Waffe wechseln oder so. Und dann wären wir die ganze Zeit nur auf den wichtigen Knöpfen. Ist mir ein bisschen zu kompliziert teilweise. Ich komme da manchmal nicht so wirklich mit klar. Ich werde es weiterhin testen, ja. Aber, ja, einem alten Hund bringst du auch keine neuen Grundstücke bei. Wir haben auch weiterhin einen Mikrofoneingang. Also das ist schon ziemlich nah an dem, was ich mir gewünscht habe beim Ultimate. Ich würde mir aber trotzdem noch wünschen, Nacon, wenn ihr das vielleicht sehen solltet, was ich nicht glaube, aber falls ihr es sehen solltet, sowas hier wie den oder den Ultimate-Controller nicht kabelgebunden. Der hier jetzt nicht kabelgebunden, mit den Gewichten. Ich würde auch Abstriche machen. Ich würde auch sagen, das mit den Tasten, mit den zusätzlichen Tasten könnt ihr weglassen. Aber so wie den ersten, den ich hatte, der war auch ohne Kabel mit diesem USB-Stick. Kann alles so bleiben, wieder mit dem USB-Stick und alle drum und dran, aber mit den zusätzlichen Gewichten. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir echt wünschen und ein bisschen mehr Grip, weil der andere ist ein bisschen mehr Plastik. Die haben mir ein bisschen mehr Grip, der Ultimate und der. Wie gesagt, ich wollte euch den jetzt nur kurz anteasern, vorstellen. Unboxing können wir ja nicht großartig machen, weil es ist ja nur so ein Case. Ich werde ihn jetzt in der nächsten Zeit benutzen. Wie gesagt, ich kann ihn leider nicht in den Streams benutzen, weil dafür ist der Kabel zwar 3 Meter, müsste relativ ausreichen. Aber da die PlayStation ja hier steht, meine PC-Ecke aber da ist, also ihr könnt ihn auch für den PC benutzen. Würde der Kabel denn einmal rübergehen an mir vorbei und da hätte ich Angst, dass ich mit dem Stuhl ständig über den Kabel fahre, wenn ich raus muss oder dass er sich irgendwie an der Seite vom Stuhl verheddert oder so. Weil ich zocke ja so und die PlayStation ist da und dann müsste der so rumgehen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich zocke ja Wochenende mit meiner Tochter immer Fortnite und auch manchmal, je nachdem wie sie Zeit haben, mit Lars, Darksiders, Focus, Cynix. Seid ihr grüßt von hier aus erstmal. Da werde ich das testen können. Vor allen Dingen gut, dass er auch halt einen Kopfhöreranschluss hat, weil wir setzen uns ja Headset auf. Ich sitze denn hier. Meine Tochter sitzt in ihrem Zimmer an ihrer PlayStation 4 Pro und zockt. Ja, und die anderen sind ja nicht hier. Die wohnen ja über Deutschland verteilt. Und dann zocken wir da halt zusammen Fortnite. Macht ganz viel Spaß. Ja. Und da werde ich den jetzt testen. Und dann wird es dann später ein Fazitvideo geben. Ich weiß nicht, ob ich das Video vorher veröffentliche, was ich jetzt hier gemacht habe, oder ob ich alle zusammen veröffentliche, weil sonst sagen immer wieder, hätte es mal testen sollen. Ja, bin ich ja gerade dabei. Ich weiß es noch nicht. Muss ich gucken. Ich denke mal, vielleicht vorher schon.
Ich lasse mich überraschen. So, ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen zum Controller habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn das Video online kommt, kann ich schon einige Fragen beantworten, weil, wie gesagt, ich werde ab heute jetzt mit diesem Controller an der PlayStation zocken. Und aber nicht halt im Stream. Gründe habe ich ja gerade gesagt. Und denke mal, da kann ich dann die eine oder andere Frage dann schon beantworten. Ich bin dann mal weg. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Curse.